Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Orsinium und im Gruppenverlies. Ist ein Gruppenverlies? Nee, offenes Verlies. Altes Orsinium. Wir haben uns in der letzten Folge schon ein bisschen durchgeschlagen, mussten vier Feuerschalen aktivieren. Und hier haben wir jetzt noch einen Boss, den wir erledigen müssen. Es ist eine Spinne. Große Zoraluma und mit dabei Khaleesi, und die wird uns unterstützen, helfen, wie auch immer. Alles nur nicht sterben. Und ich würde sagen, gehen wir drauf da, oder? Bremsen wir sie mal an hier. Mal gucken, was die Guteste drauf hat. Oh, die bringt noch Verstärkung mit. Ich denke, oha. Okay, das ging schnell. Schnell wiederbeleben. Khaleesi immer im Kreis laufen. Nur laufen, 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 laufen. Gar nicht erst groß Schaden machen, immer laufen, bis ich da bin, dann heile ich direkt. Komm, mach hin. Komm, mach hin. Ja, ich bin wieder da, ich heile. Nicht zurücklaufen, nicht zurücklaufen, die Viecher hinter dir. Ich heile und wir holen mal ein bisschen AE raus. Ich heile. Vergifte. Ich kann, wieso halt, wieso kann ich dich nicht heilen? So geht das nicht. Wieso kann ich sie nicht heilen? Und, jetzt geht's wieder. Okay. Sehr schön. Ich sammle erst ein bisschen Magicka, nicht zu weit zurücklaufen, nicht zu weit zurücklaufen. Wunderbar. Sollten wir schaffen, den Boss. Ich glaube, das Schwierige sind die Ad-Phasen. Ist auch sehr schön, dass meine Magicka-Anzeige nicht funktioniert. Na doch. Da siehst du, wunderbar. Wir heilen schön. Dann ist halt alles ein Klacks hier. Und da liegt sie. Und nur Müll. Müll, Müll, Müll. Eine ganze Tasche voller Müll. Hat sie wenigstens irgendwie eine Kiste hier oder so? Nicht. Gut, aber hat bestimmt dick XP gegeben. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Wir müssen zurück zum Eingang. Geht natürlich noch weiter hier. Komm mal hier rum am besten. Geht das? Okay, der Kollege kämpft hier gerade gegen die Spinnen. Dann wollen wir ihm doch mal ein bisschen helfen. Ich bin sicher, der schafft das locker alleine, siehst du. Aber auch noch ein bisschen XP abgegrabbelt. Die Richtung an sich stimmt. Wenn wir uns so ein bisschen durchboxen müssen, wahrscheinlich hier. Da haben wir nochmal Spinnengedöns. Sollen jetzt hier runter, okay. Oh, ich glaube hier. Ah, die Teddybären sind weg. Da hat war jemand. Okay, da müssen wir Gas geben, damit wir. Weil hier ist normalerweise ein 5er Rudel Teddybären. Und das kann mitunter schon wehtun. Und hier unten haben wir 6 Sachen zu looten, warum auch immer. Oh, cool. Achso, wir müssen die. Ja. Das ist ein Rätsel hier? Nee, ne? Aber wir müssen hier jetzt nur. Na warte, ich glaube, hier sind 4 Zeichen. Sind die auch hier? Ja, die sind auch hier. Wir müssen die Zeichen von der Tür hier drauf benutzen. Das heißt, die Hand einmal. Das Tor. Den Kopf.
Und das oberste ist was? Die Schmiede oder was, wie auch immer. Das hier. Okay, das war's nicht. Müssen wir warten, bis das resettet. Handschuhe. Und Tor. So, ich mach die Handschuhe. Und den Turm. Hammer. Dann den Kopf und die Schmiede. Den Kopf, also Farun. Und die Schmiede. Mokul. Ist falsch. Okay, machen wir mal eine andere Reihenfolge einfach. Den Kopf. Die Schmiede. Ich glaube, das ist alles falsch. Mist, weil die. Sieht man das nicht, wenn die richtig in der richtigen Reihenfolge bewegt werden? Man kann gar nichts erkennen. Machen wir mal reihum. Ihn hier. Ihn hier. Ihn hier. Ihn hier. Gott. Mal sehen, ob der Questtext uns einen kleinen Tipp gibt. Wrodgar, die erweckte Vergangenheit? Nein. So, ich bin einem sterbenden Ork namens Nasrud begegnet. Er gehörte einem Orden an, der einmal alle 10 Jahre den Scheiterhaufen von Malaket entzündet. Doch geriet er in Hinterhalt, ehe er seine Pflichten tun konnte. Ich habe geschworen, das Herz des alten Osiriums zu erreichen und den Scheiterhaufen von Malakat zu entzünden. Die 4 Gelehrten des Clans, die das alte Osinium gebaut haben, sind der Schlüssel, um den Nebenweg des Hammers zu entriegeln. Ich sollte die Bodenplatten drücken, die zu den geehrten Clans passen. Ja, haben wir doch jetzt. Hier, den Turm. Aber wieso sind die jetzt alle weiß? Waren die nicht gerade eben schwarz? Was passiert hier? Okay, wahrscheinlich bei Khaleesi gerade versucht. Wir müssen warten, bis sie wieder schwarz sind. Dann können wir wieder von neu anfangen. Nein. Okay, dann. Den hier. Den hier. Den hier. Das bringt nichts. Hallo? Geht nicht auf? Warum nicht? Warum nicht? Das Feuer, der Typ, die Hand. Das geht nach Namen. Okay, gut, da gibt uns aber keinen Tipp, was die Namen angeht. Also, wäre alphabetisch. Mokul, Igrun, Farun. Okay, also A, B, C, D, E. Das heißt, erst die Hände zum Himmel. Dann wäre er hier. I, M, N, O, P, Q, M, N, O, P, Q, R, S, T, I, U, M, N, O, P, Q. Dann wäre Igrun. Und Morkul. Nö. Ja, was mich wundert, dass die jetzt nicht mehr schwarz sind, die Pfeile. Also weiß als. Müssen wir vielleicht einen falschen, damit er resettet? Oder müssen wir. Hä? Bei den falschen macht er den Pfeil weg zum Usen. Ja, gut. Jetzt hat er.
Wieso ist jetzt links dieser Block runtergekommen? Machen wir nochmal. Okay, der Block geht hoch. Dann geht der Block runter. Der Block geht hoch. Was ist, wenn wir jetzt einen richtigen benutzen? Was passiert dann? Geht der Block wieder runter. Wieso bleibt der eine Block oben? Was ist, wenn wir jetzt den hier benutzen? Geht dann der rechte Block runter? Da passiert gar nichts. Warum geht, wenn wir den falschen benutzen, geht der Pfeil weg? Warum? Und der Block geht nach oben. Den zweiten falschen geht der Block wieder runter und alle Pfeile sind da. Was, wenn wir den zweiten falschen als erstes benutzen? Passiert gar nichts. Hä? Ich verstehe das Rätsel irgendwie nicht. Nur bei ihm passiert was. Den dürfen wir nicht anklicken, das ist mir klar, aber warum passiert da was? Und warum tut sich bei dem Rechten so quasi ja nichts? Aha, jetzt passiert was. Das ist falsch. Okay, dann nochmal. Aufnahme beenden und dann schauen. Nein, wir knacken das. Wir waren gerade auf einem guten Weg. So, den. Wenn ich jetzt den benutze, geht der Block noch weiter hoch. So, benutze ich jetzt den hier. Was passiert dann? Geht runter. Okay, also nächster Versuch. Der hier. Der hier. Was passiert, wenn wir den hier benutzen? Geht wieder runter. Okay, dann nochmal den hier. Der hier. Na, stopp. Der hier. Das war doch der äußere, oder nicht? Den ich eben benutzt habe. Ich bin verwirrt. Okay, nochmal. Tumosch. Igrun. Nein, der klickt nicht Igrun an, der klickt den anderen an. Also Tumosch. Morkul. Achso, okay. So, geht noch weiter. Jetzt hatten wir eben den hier jetzt schon ausprobiert. Die Hand hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Machen wir mal die Hand. Was passiert? Nicht das, was ich wollte. Okay, dann nehmen wir jetzt Tumosch. Morkul. Und jetzt bleibt nur noch Shatul. Was passiert? Okay, er geht weiter hoch. Nach Shatul. Ich schreibe mir das mal eben auf, Kinder. Sorry dafür. Igrun, sonst. Ich habe ein Gehirn wie ein Sieb, deswegen. Jetzt zeigt er uns alles nur noch Igrun an. Super. Das war ja irgendwas mit M, ne? Ich tendiere zu Farun. Falsch. Also. Wir nehmen Tumnosch. Bitte sehr. Nach Tumnosch nehmen wir Morkul. Bitte aufschreiben. Wenn sie jetzt überhaupt richtig ist. Ja, aber rechts tut sich ja nichts, also muss das so. So, danach haben wir genommen Shatul. So, der ist jetzt wieder, ne? So.
Beim letzten Versuch, der Fehlversuch war Farun, dann nehmen wir jetzt Bakra. Auch falsch. Okay, dann bleibt nur noch eine Option jetzt und die probieren wir noch aus. Ansonsten werden wir die Folge beenden und wir googeln mal eben nach dem Ergebnis. Oh, cool. Chatul. So. Bakra war richtig. Haben wir oh, welche habe ich denn? Igrun oder welchen habe ich gerade eben benutzt? Egal, probieren wir. So, von wegen Aufgabe beenden etc. pp. Der Explorer macht das hier. Nur gesucht. Geduld, Geduld, Kinders, Geduld. Dann geht alles. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch einen Cut. Wir sind bei 15 Minuten. Der Explorer muss nämlich mal, ehrlich gesagt, für kleine Mädchen und, ne? Bin ich gleich so hibbelig und dann, nee, dann machen wir lieber einen Cut hier und dann schauen wir in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Wir danken dir da draußen fürs Zuschauen, wünschen dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.